Hallo YouTuber, im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir einen USB-Stick erstellen mit El Capitan drauf und nun zeige ich euch, wie man das Ganze neu aufsetzt, das System. Viel Spaß! Als erstes nehmen wir unseren vorbereiteten USB-Stick mit El Capitan drauf und stecken ihn in den USB-Port. Um zu gewährleisten, dass die ganze Zeit Strom vorhanden ist und der Laptop nicht zwischendurch ausgeht, um die Installation auch fertigzustellen, schließen wir das Ganze an mit dem Stromstecker. Dann halten wir, wenn das MacBook angeht und der Ton alle tönt, drücken wir die Alt-Taste gedrückt. Bis die Symbole erscheinen. Dann gehen wir auf den Reiter Install OS X El Capitan und wählen unseren Stick damit aus und bestätigen mit Enter. Daraufhin warten wir einen Moment, bis die Installation startet. Nun befinden wir uns auch schon im OS X Installationsprogramm. Als erstes gehen wir auf das Festplattendienstprogramm, um unsere Festplatte für die Installation von OS X El Capitan vorzubereiten. Im nächsten Schritt suchen wir unsere Festplatte. In meinem Fall ist es die Toshiba Festplatte. Dann gehen wir hier oben auf Löschen, geben unseren Namen für die Partition ein. In meinem Fall ist es immer Mac HD. Das Format bleibt bestehen, OS X Extended Journalet, und das Partitionsschema ist die GUID-Partitionstabelle. Dann bestätigen wir nur noch mit Löschen und warten, bis die Festplatte vorbereitet ist. Nachdem nun die Festplatte vorbereitet ist, können wir auch fortfahren mit der Installation. Wir klicken auf Fertig, dann auf den roten Punkt und gehen als nächsten Schritt auf OS X installieren. Fortfahren. Nun öffnet sich auch schon die OS X Installation. Wir klicken wieder auf Fortfahren. Dann kommt die übliche Lizenzvereinbarung, die wir akzeptieren müssen. Dann suchen wir unsere zuvor formatierte Festplatte aus, die Mac HD, und klicken auf Installieren. Da dieser Vorgang nun einige Minuten dauert, werde ich das Ganze überspringen und wir sehen uns wieder, wenn die OS X Installation abgeschlossen ist. Nun ist die OS X Installation abgeschlossen und der Mac hat automatisch neu gestartet. Nun ist die Installation komplett abgeschlossen und der erste Systemstart steht bevor. Auch hier wieder einen kleinen Moment warten. Nun befinden wir uns auch schon im Einrichtungsassistenten von Mac OS X El Capitan. Im Folgenden gehen wir auch zur Sprachauswahl. Klicken auf Deutschland. Tastatur wurde automatisch erkannt. WLAN machen wir später. Wir möchten keine Informationen übertragen, da wir ein neues System gemacht haben. Es sei denn, man hätte jetzt ein Time Machine Backup, dann könnte man dieses wiederherstellen, ist jedem selbst überlassen. Ich habe keins, also gehen wir weiter. Ortungsdienst möchten wir nicht. Wir lesen wieder die Lizenzvereinbarung, die wir dann akzeptieren.
Dann geben wir unseren Namen ein. In dem Fall wieder meiner. Der wird gleich mit übernommen. Wir geben ein Passwort ein. Das Ganze bestätigen wir nochmal. Wir geben eine Merkhilfe ein. Und klicken auf Fortfahren. Account wird erstellt. Dann suchen wir uns noch eine Zeitzone aus. Wir befinden uns hier in Deutschland. Aber nicht in München, sondern in Berlin. Klicken auf Fortfahren. Diagnosedaten wollen wir nicht nach Apple senden. Fortfahren. Der Mac wird jetzt konfiguriert. Und schon ist die Installation von Mac OS X El Capitan auch schon abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, schreibt mir was in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Tschüss!